unserem Schloss handelt es sich um ein ehemaliges Rittergutshaus, das im Laufe der Jahre umgebaut wurde durch unterschiedliche Inhaber. Zu DDR-Zeiten wurde es als Jugendherberge und durch die FDJ-Kreisverwaltung genutzt. Und seit 1994 wird die Schlossherberge als Schlossherberge durch die Stadt Wiegau betrieben. In Übigau fand in den letzten Jahren am 1. September-Wochenende immer das Schlosshoffest statt, was rege durch Übigauer besucht wurde. Da in diesem Jahr das erste Mal wieder die Schlossernacht stattfindet im Landkreis, haben wir gedacht, wir beteiligen uns daran. Also das Schloss Übigau bietet der Familie ein vielfältiges Familienprogramm, beginnend mit Trompetenklängen vom Schlossturm. Dann gibt es Kaffee und Kuchen zu Blasmusikklängen, ein vielfältiges Musikprogramm über Schlager bis zur Rockmusik, wobei die Rockmusik, die ortsansässige Band Blackbird, den Abschluss bildet. Falls Sie mit dem Fahrrad kommen möchten, können Sie gerne den Elsterradweg nutzen. Wenn Sie mit dem Auto an dem Tag Übigau besuchen möchten oder das Schlosshoffest, sollten Sie auf dem Marktplatz parken oder an den kleinen Straßen, die vom Schloss weggehen. Ansonsten können Sie gerne die Linien des Elster Nahverkehrs für die Schlossernacht nutzen. Also in diesem Jahr findet in der Schlosserberge noch das Puppentheater und das Krimi-Dinner in Zusammenarbeit mit der Bibliothek statt. Ansonsten können Sie den Schlosspark jederzeit besuchen. Ein besonderer Besuch wäre im Frühjahr, da wir hier ganz viele Schneeglöckchen haben. Oder Sie nutzen die Schlossherberge für eine Übernachtung oder für eine Trauung. Das ist ganz Ihnen überlassen.